heute auf zur wahrscheinlich letzten Herausforderung von Gebirgesroute. Und das wären die Choso-Ruinen, die wir noch abschließen müssen. Letztes Mal haben wir noch den Rotturm abgeschlossen in 10 Minuten. Wobei ich einmal gestorben bin wegen des blöden Solbachs, alles mit Gebirges. Ich weiß nicht, ob das hier so klappen wird. Wir schauen auf jeden Fall mal. Ich werde mir jetzt geben, das mit so wenig Aufwand wie möglich zu schaffen. Ich weiß es doch nicht. Choso-Ruin 1. Lol. Was? Was? Ich habe Frederik bekommen. Und sonst? Keine Ahnung. Wait. Achso, das ist, No Name? Gut. Kommen wir zu den schwierigeren Dingen in diesem Spiel. Weil die jetzt wahrscheinlich nicht so schwer sind. Ja. Das Gerücht kommt auf jeden Fall mit. Jay kommt mit. Also Lukas kommt mit. Also auf jeden Fall die Leute aus dem Finale kommen so alle mit. Ja, du kannst mitkommen. Hab ich dich eigentlich mitgenommen? Oh ja, Tohek, Nami, was Alon died, mich, auch wenn ich wegen Sol sterben könnte, und Selina. Ich hoffe, ich schaffe die Preparation so, dass ich sie nicht nochmal machen muss. Ne, den Berserk-Stab kann ich später noch machen, genauso wie den Schlafstab. Ist doch dabei. Ja, den Stein kann man auch erstmal wegpacken. Für einen Gulam und Necrom nehmen. Oder kannst du auch Lichtmagie führen? Ja, nehmen wir Tani mit. Bei dir ist alles in Ordnung, bei dir auch. Ja, wir können nicht speichern, wir setzen zum Safe State am Anfang des Turms. Des Turms. Ja. Der Ebene, an der wir gerade sind. Und ohne großes Geplänkel legen wir los. Ja, ja, coole Musik. Ach ja. Ich liebe FE8. Das ist mein Lieblings-Fire Emblem, muss ich ehrlich sagen. Weil Ephraim auch mein normaler Lieblingslord ist. Ja. Ein FE8 LP muss auch mal kommen. Wenn es ein FE7 LP gibt, wird dann bestimmt in einer Challenge. Da habe ich auch schon was überlegt, vielleicht. Aber ich weiß nicht, was das nächste FE wird. Das werde ich hiernach auf jeden Fall direkt anfangen aufzunehmen, damit ich das auch hochladen kann. Okay. Das laggt auf jeden Fall so ein bisschen. Das sieht man. Charmschier. Jay, du gehst hier lang. Robin kann hier lang. Ich weiß ja nicht, wie schwer das jetzt wird. Moment. Ich muss mal kurz was machen. Dann kann es auch nämlich direkt weitergehen. Okay. Sammeln. Also Robin meinte, hier sei ein Secret Boss am Ende. Und den wollen wir uns natürlich anschauen. Und dann war es das natürlich nicht. Wir müssen uns noch die J-Kapitel angucken. Die Frage ist, wie sehr sich das am Ende noch unterscheidet. Weil wenn die Story am Ende gleich bleibt, und diese einzelnen Gespräche, halt das, wie Ephraim halt ein Gespräch mit Lyon hat und dem Dämonenkönig, dann muss ich das jetzt nicht meiner Meinung nach unbedingt zeigen. Außer ich Spielzeit bis dahin, aber dann nicht, werde ich das wahrscheinlich nicht aufnehmen oder so. I won't miss, I'm afraid.
Und Teufelsaxt. Brauche ich nicht, aber okay, danke. Genau so etwas habe ich gerechnet. Noch geheilt werden darf ich, weil ich ja jetzt schon mein Leben geheilt habe. Ich darf jetzt nur nicht angegriffen werden. Deswegen hasse ich Sonne. Deswegen hasse ich, das ist mein einziges System, was ich am Skillsystem hasse. Das geht mir manchmal so auf den Senkel, dass das passiert. Glaubt man gar nicht. Ach, ich wurde geheilt wegen Heilung. Das war eine dumme Idee, eigentlich sich da reinzustellen, wenn man weiß, wann der nächste Soul-Crit schon kommt. Extra tot. Ich hab noch Stunde Fruits, fällt mir gerade ein. Das war der falsche. Naja, egal. Ich will die Meisterlanze, da bekomme ich ja die Stahlwaffe. Da. Stirb. Verreckt. Ja, natürlich kommt noch Verstärkung. Warum denn auch nicht? Ja, wir wollen zum nächsten Floor. Und zur Ebene 2. Chozo-Ruinen 2. Chozo-Ruinen 2 und wir starten direkt rein, wie ihr hier sehen könnt. 50 Gegner müssen wir besiegen. Das ist schon eine große Anzahl an Gegnern. Aber mit den richtigen Waffen kein Problem. Und dadurch, dass die Animationen immer noch deaktiviert sind, sparen wir uns ein bisschen Zeit, können das ja alles überspringen. Wir können das bestimmt auch allein mit Gebirge schaffen, das noch, tatsächlich. Also, das wette ich. Weil die Monster in diesem Turm sind, in Ruinen sind halt echt nicht stark. Das liegt nicht an Robin, nein, das liegt einfach am FE8, weil es ja wahrscheinlich immer noch sehr vanilla gehalten wurde, diese Ruinen. Deshalb. Dass sie halt jedes Mal ihre Soundface abspielt, das ist. Care if I'm calling! Care if I'm calling! Ich find's witzig. Nächste Gegner tot. Erste Folge tot. Boah, die haben echt viel Leben. Ja, ich bin auf das Ende gespannt, dieser Ruin. Ich habe die selber nie gespielt, soweit. Nur bei Chris war ich damals dabei, bei den Ruinen. Und die Necron hatte so mit Glück fertig gemacht. Ich hatte so gehofft, dass er einmal Game Over geht oder eine Einheit verliert. Aber nein, Chris hat natürlich so viel Glück und crittet auch noch. Und
Bäh, hier, tot. Bäh, das mal. Nichts gegen Chris. Chris ist da, was das angeht, einfach krass, dass er das geschafft hat. Jetzt wäre halt nur gewünscht. Warum zerstört er die Wand? Was will er von der Wand? Was hast du für ein... Was ist ein Pugi? Was hat mir jetzt was will jetzt das Zerstören der Wand? Das frage ich mich gerade. Eigentlich ja nichts. Meisteraxt. Kann nicht gekrittet werden. Wir können heilen. Können wir nicht, weil wir nicht rankommen. Wir könnten aber heilen, wenn wir rankommen würden. Krasse Theorie, oder? Schon eine arme Sau, das ist bei der Wand verletzt durch Fury. Das muss einem auch mal passieren. Ja. Was soll ich groß dazu sagen? Wir machen das jetzt halt. Das haben wir beim Turm auch gemacht. Wir können hier darüber sprechen, wir sind halt nur Monster. Die bald alle tot sind. Hoffentlich. Oh Gott, Jay ist fast tot. Stimmt, Jay hatte nicht die hohe Death, oder? Ja. Hat er nicht. Oh. Alles klar, dich besiegen wir jetzt. Erste Folge tot. Map clear. Proceed to next floor. Ja, ich möchte zur nächsten Ebene. Und da sehen wir uns dann. Chozo Ruin Nummer 3. Und wir sind in Chozo Ruin 3. Wir haben wieder diese Musik. Naja. Ich glaube, es sind auch wieder 50 Gegner, oder? Nein. Aber wir machen das wieder im Schnelldurchlauf. Und du hast Sonne getriggert, du Sau. Zoheck. Wenn ich jetzt auch noch. Also, wenn ich jetzt auch noch diesen Bug getroffen wäre, dann ist aber Schluss. Ich kann ihn natürlich nicht retten. Aber du. Wenn das war, das hat funktioniert. Also ich will jetzt mal ein Safe State. Es hat im Finale ja funktioniert. Gut, dass ich einen Heiler dabei habe. Tot. 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 Toter als tot. Die dürfen wir nicht mit den Steinen treffen. Stimmt, das war's. Haben die keine Schemenpfeile? Dämonenwellen. Siegeister Pavis war. Pavis war Aegis. Ne, Pavis war für physisch. Fataler Donner, wir geben den fatalen Donner.
stirbst, du erledigst deine Arbeit. Memes! Hat jetzt da nichts damit zu tun, aber Memes! Ah, geht besser. Es kommen noch nervige Stufen, darauf freue ich mich nicht. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viele die hat. Ich meine, das wären 10 hier. Ich meine, beiden Sachen wären es 10 Ebenen gewesen. Und das könnte hier tatsächlich sein. Oh Gott. Ich hau dir schlecht drauf. Raus. Och, Gebirge sind versteinert. Ernsthaft. Und ich werde natürlich keinen Dingsstab, natürlich ich. Warum bist du jetzt gestorben? Kannst du bitte einer erklären? Nein! Ich akzeptiere das nicht. Oh Mann! Immerhin ist der Save State hier noch. Von hier. Ah, du hast... Ach, verdammt, du hast ja noch Dings in deinem... hier gehabt. Ihr fuckt halt echt ab. Zurück, du bist nicht tot. Merk dir das. Alles, aber nicht tot. Level up. Oh, das macht mich fertig. Ja, und du bist natürlich wieder versteinert. Und ich habe den Stab nicht, um dich davor zu retten. Ich bin ein Monster, ich weiche allem aus, was du mir geben willst. Nee, ich aktiviere auch kein Damage, wenn du mich angreifst. Quality Content. Ach du Scheiße, jetzt fällt. Betten? Nein, nicht das. Oder so. So. Und tot. Ah!
Wisst ihr was? Nein, ich mach's nicht jetzt. Darauf hab ich jetzt keinen Bock. Ich mach das mal anders, aber nicht mehr heute. Meine Fresse. Für euch wird das jetzt zwar ein kurzer Cut sein, aber für mich, ich werde das nicht mehr heute machen. Also nicht mehr jetzt, wo ich das gerade aufnehme. Das kriege ich nicht, das ist zu viel für mich. Oder? Na komm. Einmal noch. Vor allem Gargoyles, habe ich gerade gesagt. Diese Gorgonen fucken halt ab. Und das ist nicht mehr lustig, weil sie mich ganz mit Ignus-Krits kritten. Das sind die schlimmsten Krits. Meiner Meinung nach. Das kann ich auch mit 17 lassen. Naja, wir sehen mal, was jetzt passiert. So. Du bist tot. Das bleibt auch so. Du bist tot. Du bist tot. Du bist tot. Nicht hier. Nicht solange ich Aufsicht habe und ihr habt fucking Teilung. Diese Viecher sind halt immer noch stark. Ich mache mein Safe-Set hier wieder. Fucking stark. Also wenn du wirklich das wieder versteinern würdest, ist das schon ein bisschen lächerlich. Ach komm, mach die Tür auf. Dann kommen nämlich die Gegner direkt auf dich zu. Okay. Tot. 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 Tot, 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 tot. Okay, tot. So, dieser eine Gorgone. Oder ist noch einer? Ich meine nicht. Oder vielleicht hier oben? Nee. Okay. Attacke! Weißt du, hat mich jetzt fast 11 Minuten, kostet mich gerade schon fast 15 Minuten. Sonne, kein Grit. Kommen noch mehr. Ich weiß, es ist mir früh aufgefallen. Thank you.
auf zu kommen. Das geht mir auf den Geist. Ich bin schon ganz ziemlich abgefuckt immer noch. Josh, Kasse. Erste Folge tot. Ah, es ging immer gut. Map clear. Ja, und ich muss mein Zelt jetzt setzen, aber Schoßruinen 4. Kommt jemanden? Nein. Oh Gott. Welche waren das? Die mit den Dieben. Naja, war schon wieder Gargoyle. Nein, Gorgon. Na gut. Das wird nicht leicht. Chozo Ruin 4. Und wieder Truth, Despair and Hope in der vierten Etage. War es nicht bei dem anderen auch so? Naja, Ron hat sich dabei sicherlich was gedacht. Heißen die, ich meine, die hießen normal Höllenhund, ist ja egal. Malduin. Erzwicht, ja. Erzspinne. Wir müssen diese scheiß Gorgonen fertig machen, denn sie gehen auf die Nerven. Das steht fest. Mit ihren Steinen, ja, ganz fest. Das ist so nervig. Wir müssen handeln. Ja, wir machen sie jetzt fertig. Krippen auch gern. Das macht uns so viel Spaß. Ja, so viel Spaß. Deine nächste Schrecken schon besiegt. Oh ja. Nur 34 Gegner, das ist im Vergleich und wenig. Aber da kommt sicher noch mehr, ganz viel Verstärkung hinterher. Danke, danke für die Info. Ja, ich hab Angst, muss ich schon sagen. Fucking Eisenlogen, ja, der ist nervig. Ich beende schnell diesen Zug. Du bist vergiftet, das sieht man. Und effektiv dazu. Vielleicht hätte ich einen Heiler. Okay. Ja. Weiter geht es hier auf Gorgonenjagd. Wir müssen sie alle platt kriegen, denn die sind ja nervige Gegner hier. Ja, warum sing ich? Ich hab keine Ahnung, wie vielleicht daran, dass das Ganze nervig ist. Diese scheiß Gorgonen, der geht ja noch. Der hat nur einen Schemenpfeil. Ich meine Dämonenwelle. Ja, das bedeutet nur, dass er nicht nervt. Ja, das ist so toll. Und jetzt müssen wir diesen Gegner krippen. Das ist sehr nett von dir, Jay. Wir werden jetzt weitergehen. Ja, mir fällt langsam nichts mehr ein, was man dazu singen könnte. Dabei ist das ein sehr schöner Track. Und den will ich nicht vernichten durch mein schlechtes Singen. Okay, ich hör auf. Tut mir leid. Okay, nichts ist passiert. Dann machen wir es ja schnell fertig. Wir müssen den loswerden, auch wenn er kein Stein hat. Hier sind nur die. Das könnte eng werden. Vor allem natürlich beide, die Sol haben, sind hier. Okay, wenn du einen Langbogen hast und dich krippst, hast du voll einen Schwarze? Nein. Ja. Was tun? Kein Plan. Nicht besiegen. Ja. Und weiter geht's.
skurril. Okay. Nächster Save, denn wir wollen ja nicht, dass wieder irgendwas passiert. Der Wirbelwind. All diese Steine hier, verdammte Hacke. Daneben. Immerhin. Eigentlich könnte ich in der Zeit, wo das hier passiert, in Heroes den Tempest Trial weitermachen. Genau das werde ich jetzt auch tun. Bitte was? Bitte was? Ach so, ja. Hä? Hast du doch den Ignus aktiviert? Merkt euch, im Skillsystem könnt ihr durch manchmal ein Reset des RNG total verändern und dann passiert sowas, das ist ziemlich gut ist. Ja, okay. Weil sonst ist es echt kacke. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder einfach nur aus Versehen passiert ist, dass man den RNG verändern kann, aber. Oho! Moment, das ist ein Hunter. Ich will gefälligst was sehen. Das ist so schön. Wir sind hier seit 6 Minuten schon dran. Das ist nicht nervig. Die Gorgonen sind die Besten, wie ihr seht. Ist ja eigentlich schon die Wachsoft? Nein. Bam, bam. Ja, ich truste dir auch. Okay, das war nicht der Plan, aber. Okay. Oh Gott. Sumetai, mach mir nicht solche Angst. Ich brauche dich noch. Auf meinem Plan steht nicht, Sumetai sterben lassen. Oder doch? Na, ich glaube nicht. Also Sumetai, das Letzte, was ich brauchen kann, ist dein Tod. Ja, stirb, verreck! Blödes Gorgon-Dings da. What the fuck, Slomo? Hatte der einen Schwertmeister oder so? Oder einen Schwerttöter? Nicht. Schwert. Meine heißt ein Schwertmeister normal. Na, ist egal. Also, keine Ahnung. Jedenfalls schien er so einen zu haben. Wir sind fast durch. Thank you.
Du hattest eine Aufgabe. Die lässt sich aber ganz schön viel Zeit. Ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich eigenhändig vernichten. Okay, ihr seid sicher, hoffe ich mal. Ich mache ein Safe State. Warum tue ich mir das an? Ach ja, das Zauberbrecher. Ach, der Hunter ist aufgetaucht. Hunter x Hunter. Also, Robin, das ist noch nicht fertig bei mir. Wie du sehen kannst. Slowmo, warum hast du Ether? Warum hast du Ether? Denn ich wette, dass gleich etwas passieren wird. Ich wette es. Okay, er ist nicht auf Slow-Mo gegangen, was ich ziemlich gut finde. Ich hatte nämlich gedacht, die gehen jetzt dafür extra auf Slow-Mo. Nein, die haben KI dafür eingestellt. Ich muss zur Kiste. Tschüss. So. Die already! Map clear. Proceed to next floor. Ja. Chozo-Ruine 5. Seid bereit. Mit dem neuen Charakter. Zwei neuen Charakteren. Drei neuen Charakteren. Vier neuen Charakteren. Vielleicht war es eh nur einer. Auch niemand. Steht da, ist hier halt immer diese Nachricht da, ich bekomme niemanden. Ah, sind wir hier, das sind Gasfallen, glaube ich. Das könnte ich vielleicht nur mit Gebirges abschließen. Vielleicht. Ich probier's. Wir sehen uns dann in Ebene